Pack deine Koffer, der Flug nach London geht in einer Stunde. Vater, heute Abend ist der Ball zum Schuljahresende. Adrien, ich bin dein Vater und ich will kein einziges Wort mehr hören. Deine Kräfte haben sich weiterentwickelt. Weißt du, was das heißt? Du bist erwachsen geworden. Du bist jetzt stärker. Ich wünschte, es wäre so. Ich versuche wirklich daran zu glauben. Für dich und für Marinette. Du kannst dich deinem Vater nicht widersetzen, aber lass dich nicht davon abhalten, zu lieben, wen auch immer du willst. Vater, bitte, ich weiß, was ich will. Lass mich mein Leben in Paris leben mit Marinette und meinen Freunden. Du musst lernen, dich wie ein Agress zu verhalten. Deine Mutter hätte es so gewollt. Nein, ich bin sicher, Maman hätte gewollt, dass ich glücklich bin. Marinette, ich hätte es dir früher sagen sollen, aber bis zum letzten Moment dachte ich finde eine Lösung. Ich habe alles versucht, ich schwör's. Adrien, was ist denn los? Ich muss Paris verlassen. Ich habe deine Liebe nicht verdient. Ich wollte dich niemals verletzen. Es tut mir leid. Ich habe dir ein Versprechen gegeben, Adrien, weißt du noch? Ich werde es halten. Ich werde dich niemals aufgeben. Wir haben genug Alliances verkauft. Menschen auf der ganzen Welt sind uns nun ausgeliefert. Sobald Kagami und Adrien in London sind, starten wir Operation Perfekte Alliance. Adrien! Stopp! Du darfst hier nicht sein! Schön, weißt du noch, dass ich dir ein Geheimnis verraten wollte, also hör gut zu. Adrien wird nach London ziehen. Niemand von euch wird ihn wiedersehen. Und du wirst darunter leiden. Du bist lächerlich, äußerst... Verstehe, Chloe. Ich kenne dein kleines Geheimnis bereits. Adrien hat es mir erzählt und ich weiß ganz genau, dass er mich liebt. Und du kannst nichts dagegen unternehmen, gar nichts. Du hast jegliche Form der Macht über uns verloren. Du bist die, die lächerlich ist, Chloe. Äußerst lächerlich. Gute Reise.